Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marvels Guardians of the Galaxy. So, weiter geht's. Das lässt doch bestimmt Drax. Ich habe mich schon drauf gefreut, mal wieder was umzustoßen. Ja. Wir sollten vorbereitet sein für den Fall, dass der große Einiger kommt. Ich bin bestens vorbereitet. Ja. Echt jetzt? Ein Glaubenskraftfeld? Wenn wir die Energiequelle finden, müssten wir es abschalten können. Dann sehen wir uns mal um. Okay. Was ist das? Hast du das Kind in dem Ritualding gesehen? Er war nicht zu übersehen. Hat die Kirche das mit seinem Kopf gemacht oder wurde er so geboren? Du musst die Energie abschalten, Quill. Kann mit genügend Kraft entfernt werden. Wie kann ich das Interessante? Kannst du nicht irgendwie die Energie abschalten? Ja, das kriegen wir gleich hin. Weißt du, ich habe es immer gehasst, wenn mich dieser Kosmos-Scheinwerfer angeleuchtet hat. Jetzt vermisse ich ihn irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass du so sentimental bist. Fast zu ertrinken kann einen verändern. Falls dein Oberkörper nicht kräftig genug ist, hält vielleicht deine Zauberwaffe an. Sehr gut, Peter. Gehen wir. Wir müssen weg sein, bevor Raker auftaucht. Okay. Okay, direkt voraus. Hauen wir rein. Jetzt ist keine Zeit. Wächter der Galaxie. Die Matriarchin hat nun beschlossen, die Erfüllung einzuleiten von diesem Ort aus. Und ihr werdet sie nicht aufhalten. Gar nichts hat sie beschlossen. Du hast sie von Anfang an manipuliert. Sie ist das Licht. Und ich bin lediglich ihr Diener. Nicht leicht zu leuchten, wenn man so ein finsteres Monsterding in sich trägt. Blasphemie! Ihr mögt euch ihrem Versprechen verwehrt haben. Aber ihr werdet glauben, wenn es euch wieder zurückholt aus den kalten Klauen des Todes! Ah. Gram führte dich an einen gefährlichen Abgrund, alter Gefährte. Nein. Das kann nicht sein. Ich sah dich sterben. Die Form ist flüchtig. Doch was zugrunde liegt, währt ewig. Entsage dieser starrköpfigen Sinnlosigkeit, bevor sie Zerstörerisches zeitigt. Zerstörerisch? Verflagte Heckenschützen, das Feiglinge! Wir müssen die Distanz verkürzen! Okay, ein bisschen Motivation. Tja, was sag ich denn jetzt mal? Ja! Feiert diesen Augenblick, Freunde! Bald wird er sich feiern. Sie meißeln unseren Namen in die Geschichtsbücher und sie werden ihn richtig schreiben. Leute, kommt schon! Diese Typen werden uns nicht ausschalten, weil wir besser sind als sie. Und jetzt kommt unser Moment! Unser Moment wofür? Um es zu beweisen. Wer ist dabei? Das war unsere Stimme, dass ich jetzt Thanos vermisse. Ach, scheiße. Ich habe irgendwie das Talent immer. Wir müssen zu diesem Aufzug. Wenigstens bieten
die Dächer ein wenig Deckung. Ja, was war los? Ach, ist schon down? Wir kommen! Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot! Scheiße, 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 scheiße! Oh. So viele Dreckswinkel, die abgedeckt werden müssen! Schieß weiter! Ich bin näher ran! Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlegt! Ja. Oh, das ist tapferer, als ich gedacht habe! Oh, Mist! Jaxi, hoch, Rocket! Ach, hier ist ja noch einer. Okay. Meine enorme Stärke wird zu wenig eingesetzt. Gamora ist am Boden, Kumpel. Da ziehen wir es durch. Der Hexendoktor verstärkt unsere Kraft. Ups. Herausforderung im Kampf. Ja, je früher der Typ am Boden ist, desto besser. Das ist schon gefragt. Nee. Oh, dieser Fotomodus. Ich glaube, der Große sieht Sterne. Ich komme kaum durch seine Panzerung. Der Priester steigert ihre Fähigkeiten. Jemand muss diese Fliege totschlagen. Der Große ist ein Ende. Feuer frei. Das ist unsere Chance. Ja, cool. Okay, ich nehme an, Goldie hat den Sprung überlebt. Ich schwöre, wenn Warlock Raker tötet, bevor ich Gelegenheit dazu hatte. Großartig. Okidoki. Das macht richtig Spaß. Bist du jetzt endlich zufrieden? Ich bin gut. Können wir da weiter? Ich glaube ja. Wollen wir mal hoffen. Das wird klappen! Wir kommen mit Bocksprüngen zurück auf die Brücke! Bocksprünge? Das ist... Folgt mir einfach! Es wird Zeit, dass jemand eine Klinge spürt! Was ist das? Kann auf bei... Ich bin bereit zu zerstören! Explodieren! Bereit! Zieh ihr Feuer auf dich! Ich laufe zum nächsten Dach! Okay. Also gut, wir müssen zu Seht, Goldjunge unter Einheimerige kämpfen immer noch! Hoffentlich war das ganze Gottgerede nicht von Angeberei! Wir sitzen fest! Wir sitzen doch gar nicht! Er meint, wir können hier nicht bleiben! Komm mal, die Plakatwand! Gute Idee! Wenn du da drüben noch mehr Heckenschützen findest, lass mir einen übrig! Das hat geklappt. Ach, meine Güte. Na, komm schon. Der wird von unseren Schlachten hier berichten. Der was bitte? Na, komm schon hoch da. Ah, zum Kotzen, ey. So, jetzt. Festnageln, Groot! Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Wenigstens bieten die Dächer ein wenig Deckung. Dem irren Nova Heidi hab ich's gezeigt. Diese Abtrünnigen gehen nicht nach! Na, weil du ein großes Ziel bist. Und du achte darauf, dass dich die Scharfschützen nicht erwischen. Gleich gibt's Schnittchen! Wieder ein verflachter Nova-Korps-Soldat! Nur einmal hätte ich diese Brücke ohne Zwischenfall überqueren können! Dafür kannst du dich bei Goldie bedanken! Warlock hat uns vor dem sicheren Tode bewahrt! Na, ich hab keine Angst vor Raker und seiner kleinen Lightshow! Mist!
Nova Corps. Nach dieser Sache müssen sie jede Menge neue Leute rekrutieren. Der ist wie eine Fruchtfliege. Ich erwisch ihn einfach nicht. Na und? Der leere Weltraumbulle wollte dich umlegen. Was jetzt, Peter Quill? Lass ihre Lichter ausgehen. Was jetzt, Peter? So, was haben wir denn noch? Ich sorge für Sparfeuer, damit du rüberkommst. Du hast bisschen einfrieren. Das schwöre ich. Wir müssen eine Notlandung für ihn einleiten. Leute, erfasst! Halt ihn jetzt ein! Das ist unsere Chance! Auf die Spitze getrieben! Der Absurde wird von unseren Schlachtkriegern berichten. Ist das auf dem Feld? Seht ihr, wir brauchen Goldjunges Hilfe nicht. Sehr schön. Oh ja, das war super. Voll in den Hintern. Habt ihr seinen Gesichtsausdruck gesehen? Ich höre ihn förmlich. Oh, mein güldenes Gesäß. Hoheitliches Hinterteil. Sein perfekter Po, seine brillanten Backen. So, das war ja mal endlich mal wieder ganz gut. Ich weiß nur nicht immer... Was ist an Goldi eigentlich so besonders? Okay, er ist stark, aber was nützt Stärke gegen übertriebene, gnadenlose Feuerkraft? Kannst du einen stürmischen Ozean mit deinen Kugeln aufhalten? Ja. Eines Tages überprüfen wir das. So, und jetzt? Wo geht's jetzt weiter? Vielleicht sollten wir das Schiff rufen, damit es uns zu unserem Ziel bringt. Sie würden uns niemals in der Nähe der großen Party landen lassen. Es ist besser, wir kämpfen uns dorthin durch. In der Tat. Ich stehe Ihnen auch lieber mit meinen Klingen gegenüber. So, und jetzt? Achte darauf, dass ihr nicht runterfallt! Ich hab Jetstiefel! Schon vergessen! Über welcher Rennfahrer wird ihr wirklich was? Okay. Bist du jetzt endlich zufrieden? Zu knapp! Okay. Oh, schade. Sehr gut. Natürlich war es vorher einfacher hinzukommen. Wie viele sind das? Sieht aus, als wäre ganz Nowhere aufgetaucht. Solange sie hier sind, können sie nicht weitermachen mit der, wie immer sie es nennen. Der Erflakum. Das war nicht der Name. Mir gefällt er besser. Okay. Kleingehacktes Gamora! Keiner will kommen! Also gut, wir müssen zu diesem Aufzug. Leider haben sie die Brücke geschrottet. Alles für den Rocket! Achtet darauf, dass ihr nicht runterfallt! Und du achte darauf, dass dich die Scharfschützen nicht erwischen. Da oben ist noch einer. Ja, sehr schön. Davor hat der Glaube sich nicht beschützt. Diese Fanatiker verstehen nur Gewalt. Gerade rechtzeitig, denn wir gehen nicht auf diese Brücke zurück. Ich weiß, wo wir sind. In der Nähe ist eine Straße, die von der Hauptbrücke zu Cosmo führt. Wo? Sie müsste, genau unter uns sein. Okay.
geht's hier weiter. Oh, Komponenten. Die Schlacht muss gewaltig gewesen sein. Ist denn hier irgendwas noch statisch stabil? Wir müssen auf die andere Seite von diesem Ding. Drüber kommen wir nicht. Wie wär's mit runter? Überquere die Dächer. Hoffentlich tötet Warlock Raker nicht, bevor ich da bin. Ich würde zu gerne das Innenleben des Zauberers nach außen drehen. Ich brauche keine weitere Runde. Von mir aus kann Warlock gern den Saft aus dem Freak brennen. Ich habe ein Stockwerk direkt unter diesen gesehen. Aber keine Luke oder sowas. Hey Quill, versuch's mit dem Visor. Ja, ist bestimmt dieses wieder... Dieses Massaker bringt böse Erinnerungen an Welten zurück, die ich zerstört habe. Diesmal, was ich schon immer fragen wollte, womit hast du das gemacht? Mit irgendwelchen Megabomben? Rocket! Mit Klingen, meinen bloßen Händen und Füßen. Okay. Ein Teil des Bodens ist instabil. Ein Fall für den guten alten Großstiefel. Genau. Ups. Der Beste. Ist sicher nervig, wenn du als himmlischer Kopf um die verstopfte Toilette am Rand des Universums herumschwebst. Und dann kommen Parasiten und bauen eine Raumstation. Sie schaufeln dein Gehirn weg. Und irgendwann vertreibt ein Todeskult alle und sprengt den Rest von dir in die Luft. Seht mal, sie kämpfen immer noch. Wenigstens scheint unser Mann zu gewinnen. Okay, und wir? Was machen wir? Überquere die Dächer. Groot, man erhebt uns in den Normal-Adelsstand, wenn wir es retten. Falls sie uns nicht die Schuld am großen Einhorn geben. Und dem Gehirnwäschekult. Und der Magus-Weltzerstörungsnummer. Ich finde ja, wir sollten Nowhere lieber eine Weile meiden. So, und warum geht das nicht? Sieht jemand einen Weg darüber? Ich bin Groot. Ja, wir kommen nicht weiter, solange das Schild da im Weg ist, Quill. Ja, das Schild. Okay. So, und jetzt? Das Schild ist im Weg. Kann das jemand anders? Nee, ich komme nicht in dieses Menü. Ich wusste immer, dass Nowhere mal überfallen wird, aber nicht so. Ich hatte gedacht, dass Worldmind würde über sie herfallen. Sie haben Novacore konvertierte in ihren Reihen. Du liegst also nicht völlig falsch. Cosmo muss unfassbar viele bestochen haben, um den Spaß hier am Laufen zu halten. Tja. Scan, was ist da los? Geschwächte Abschnitte kann mit genügend Kraft entfernt werden. Okay, dann wollen wir mal den nehmen. Ba-ba-ba-boom, Baby! Zack. Wir machen heute aber wirklich viel Werbung. Gut, und jetzt wer braucht kommt schon gut. Eine Erinnerung daran, sich Kallax-Creme zu kaufen? Okidoki. Wieder ein Stück geschafft. Machst du uns jetzt eine Brücke oder nicht? Ich bin gut. Ist doch egal, ob er gefragt hat. Jetzt ist nicht die Zeit für Höflichkeiten, du großer Baumstumpf. Oh, zack. Das kann doch nur ein verflagter Witz sein. Okidoki. Hier noch irgendwas? Was ist das? Das könnte Drax schmeißen. Wir sind so nah dran. Tja. Was ist los, Rocket? Kennt nicht zufällig noch einen anderen Weg? Wenn ich auf die andere Seite käme, könnte ich das Ding hacken und die Brücke runterlassen. Wenn du auf die andere Seite kämst, kämen wir auch auf die andere Seite und es wäre egal. Wirf mich. Was? Wirf mich. Sag Muskelpaket, er soll mich rüberschleudern. Soll das ein Witz sein? Nach dem Aufstand vom letzten Mal? Es ist nicht wie beim letzten Mal. Ihr alle, ich vertraue euch, Leute. Überlass das mir! So, ja, siehst du. Du bist ein wertvolles Mitglied des Teams. Kein Werkzeug, das man wirft. Das Ritual macht mir Sorgen. Und was wirklich passiert, wenn wir es nicht stoppen können? Tote kommen jedenfalls nicht zurück, die Händchen halten und mit dem Schwanz wedeln. So viel steht fest. Nein, wahrscheinlicher ist, dass der Magus die Lebensenergie aller Anwesenden absaugt. Wir müssen uns darum nicht sorgen. Ich weiß, dass ich zu Nikki durchdringen kann.
Das alles ist Drakers Werk, nicht ihres. Ich werde sie auch nicht aufgeben. Ich auch nicht. Ja, und das große Einhorn auch nicht. Er wird es bereuen. Okidoki. Na, das war ja mal wieder ein kleiner, schöner Abschnitt. Und hier machen wir wieder einen Break. Ich mag nicht zu weit vorausgehen, dann kommt wieder ein Kampf. Okay, alles klar. In diesem Sinne schauen wir mal. Cosmo Tower, da wollten wir doch auch ursprünglich hin. Ja, cool. Wir wollen ja auch Cosmo, der könnte uns ja auch helfen. Alles klar. In Hamburg sagt man Tschüss. Bis dann. Tschüss.